Zum 53. Mal seit dem 7. Oktober 2023 hatte die palästinensische Gemeinde zu einer Solidaritätsdemonstration für Palästina und für den Libanon aufgerufen. Dieses Mal zusammen mit der libanesischen Gemeinde in Bremen. Und wieder folgten dem Aufruf über 1000 Menschen. Sie zogen vom Hauptbahnhof über den Silwall und den Ostertor Steinweg bis zum Marktplatz. Ich heiße euch alle im Namen der palästinensischen Gemeinde Bremen herzlich willkommen zu unserer heutigen Demonstration. Und wie jede Woche beginnen wir erstmal mit den Auflagen des Bremer Ordnungsamtes, die ich euch gerne alle vorlesen möchte. Und auch für die, die heute zum ersten Mal da sind oder noch nicht so oft bei einer unserer Demonstrationen waren. Diese Auflagen, die ich jetzt vorlese, gilt es heute im Laufe der gesamten Demonstration einzuhalten. Kennzeichen, Symbole oder Fahnen von Terrororganisationen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا. Seit vorletzten Donnerstag wird der Libanon verstärkt angegriffen. Zunächst menschenverachtend von den manipulierten Pragern, Pagern heißt das, glaube ich, und Funkgeräten, mit denen man Führer der Hezbollah gezielt treffen wollte. Getroffen wurden tausende Zivilisten, die diese manipulierten Geräte erhalten hatten oder die in der Nähe der explodierenden Geräte standen. Zig Tote und mehr als 3000 zum Teil schwer Verwundete, 2000 Vermisste, ein Großteil Kinder und medizinisches Personal. 2 Tage wurde der Libanon von den dramatischen Anschlägen heimgesucht. Und gerade als der erste Schock mit den blutigen Szenen vom Dienstag, das war am Dienstag vor der Woche, nachließ, erschütterte eine zweite Runde die Hauptstadt und weite Regionen des Landes. Bilder von Explosionen und Trauerfeiern von Personen, die tagsüber zuvor getötet wurden, dominierten die Nachrichten. Ein klarer, perverser Verstoß gegen die Menschenrechte. Denn dass das nicht das ausgezielte Ziele treffen würde, leuchtet selbst leicht ein. Wo bleibt die Redaktion der deutschen Politik und der Medien? Das ohnehin schon völlig überlastete Gesundheitssystem Libanons droht zu kollabieren. Der Kriegszustand hat sich vom Süden auf ganz Libanon ausgeweitet und trifft alle gleichermaßen. Ob Christ, Sunnit, Schiit oder Hisbollah-Anhänger. War der Schlag gegen die Hezbollah vielleicht militärisch aus Sicht der Israelis ein Erfolg? Moralisch und aus Sicht der internationalen Recht stellt sich die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Terroranschläge. Doch jetzt erleben wir seit gestern Morgen eine erneute Steigerung. Israel hat, das habt ihr alle verfolgen können, den Chef und weitere Führer der Hezbollah sowie den stellvertretenden Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Abbas bin Forashon ausgeschaltet. Das hat alle, die gesamte islamische Welt, selbst die, die vielleicht in kritischer Distanz zu Hezbollah standen, getroffen und die Wut und die Trauer wird sicherlich folgen für die gesamte weitere Entwicklung in der Welt, jedenfalls aber im Osten, im Nahen Osten haben. Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina!
sie hier in Deutschland wieder ankommen. Viele Länder sind nicht mehr dazwischen, wenn sie so weitermachen. In wenigen Tagen hat es Israel geschafft, in Libanon hunderte Menschen umzubringen. Und davon, wie überraschend, als wäre es gezielt, auch wieder viele Kinder. Das macht mich selber persönlich am verrücktesten. Was können diese Kinder dafür? Haben diese Kinder bewusst eine Entscheidung getroffen, in Gaza oder Libanon geboren zu sein? Ich glaube nicht. Genauso wenig habe ich die Entscheidung getroffen, hier in Berlin geboren zu sein. Aber die Welt schläft nicht mehr. Die Welt ist nicht mehr so wie vor einem Jahr. Viele Leute sind aufgewacht. Als bei der UN-Generalversammlung Benjamin Netanyahu seine Rede halten wollte, sind die Leute reihenweise aus dem Saal gegangen, weil sie das, was er dort erzählen wollte, diese Verhöhnung, nicht mehr hören können. Das Gerede von Opferwollen und entmenschlichender Hetze findet nach über 50.000, 60.000 Toten und mehrheitlich Frauen und Kindern in der gesamten Welt keinen Anklang mehr. Stoppt das Blutvergießen, beendet das Leiden, bringt die Geiseln nach Hause, beendet die Besatzung. Herr Netanyahu, beendet jetzt diesen Krieg! Assalamu alaikum! Assalamu alaikum! Und moin an die Menschen, die sich ihre Menschlichkeit bewahrt haben und hergekommen sind. Und kein Hallo an unsere mörderische Regierung und an die Zionisten in Israel! Am Ende der Abschlusskundgebung gab es noch erregte Diskussionen, wobei es darum ging, der Polizei keinen Vorwand zum Eingreifen und den Medien keine Gelegenheit zu einer böswilligen Berichterstattung zu liefern. Kundgebung und Demonstrationen verliefen, wie auch schon die vorangegangenen 52 Demonstrationen, wieder friedlich. Dass wir bei den Bildern, denen wir ausgesetzt sind tagtäglich, auch mal die Emotionen überkochen.
Aber wer im Recht ist, der ist intelligent. Und lasst uns schlau sein und lasst uns unsere Position beibehalten. Ich möchte mich nochmal bei euch allen im Namen der palästinensischen Gemeinde bedanken, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Nächste Woche werden wir gemeinsam in Hamburg eine Demonstration durchführen. Die Informationen hierzu werdet ihr wie immer auf unserem Instagram-Kanal finden.